Hallo, in diesem Screencast soll das Reinigungstool Leadspeed im Mittelpunkt stehen. Leadspeed kann eingesetzt werden, um die Geschwindigkeit zu optimieren, aber hauptsächlich wird es benutzt, um Daten zu löschen, die die Privatsphäre betreffen, wie zum Beispiel Cookies, temporäre Files, Logs, den Browserverlauf und so weiter. Sowohl für Windows als auch für Linux-Distribution steht das Programm zur Verfügung. Es wurde in Python geschrieben, steht unter der GPL-Lizenz und wurde bisher in 56 Sprachen übersetzt. Bleachbit findet man auf der Website bleachbit.sourceforge.net, wie hier zu sehen. Die Installation erfolgt über den Paketmanager oder mittels Befehl su-c- in Anführungszeichen ym-install- Bleachbit bei Fedora. Zu finden ist das Programm dann unter Aktivitäten, Anwendungen, Systemwerkzeuge. Die Vorschau-Option gibt Auskunft darüber, welche Dateien entfernt werden, wie zum Beispiel hier bei Bash die Datei .bash-history. Dann löschen und dann wird wirklich gelöscht. Durch das XML-Format CleanerML ist es machbar, selbst zu definieren, welche Dateien gelöscht werden sollen. Man kann selbst neue Cleaner für bestimmte Programme schreiben. Die XML-Dateien findet man im Verzeichnis User, Share, Bleachbit, Cleaners. Zum Beispiel hier die Datei bash.xml. Das Kommando löschen, eine Datei und zwar die Datei .bash-history. In der Kommandozeile kann Bleachbit ebenso zum Einsatz kommen. Bleachbit minus L. Listet alle Cleaner und Optionen auf. Die Vorschau wird mittels minus minus Preview angestoßen. Oder nur minus P. Minus D beziehungsweise minus O gibt dann die Anweisung zur Säuberung, zum Löschen. Die Einstellungsdatei findet man im versteckten Verzeichnis, im Home Verzeichnis .config unter Bleachbit. Ciao und viel Glück!